Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei mir auf dem Channel. Wie ihr vielleicht schon seht, hier in meinem Backdrop oder auch hier mit meinem Football, mit meinem Pulli. Heute geht es natürlich um die NFL. Die Championship Games stehen an und oh mein Gott, wie krass war bitte die Divisional Round. Ich bin immer noch komplett vom Hocker. Bei jedem Spiel war es irgendwie so, dass ich mir dachte, wow, es kann eigentlich nicht noch krasser, enger, spannender werden, und es hat sich trotzdem jedes Mal noch gesteigert. Meine Nerven haben es nur so semi-gut mitgemacht, aber nun gut, dafür schaut man diesen Sport, es ist alles möglich. Ich will gar nicht so viel drumherum schnacken, ich würde sagen, wir starten gleich los in dieses Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, hier geht es eben um American Football, Fußball, aber auch andere Sportarten, auf die ich einfach Bock habe. Ich bin Tizi, ich freue mich über jedes neue Abo oder falls ihr meine Videos euren Freunden, Freundinnen, wie auch immer, empfehlt. Und falls ihr noch neu im American Football seid, keine Schande, gibt ganz viele Leute, die jedes Jahr neu dazukommen, dann verlinke ich euch gerne mal hier oben ein Video von mir, das ich gemacht habe, wo ich alle Regeln erkläre. Bietet sich ja jetzt gerade auch wieder an, kurz vor dem Super Bowl. Ich glaube, viele, viele Leute schauen einfach nur den Super Bowl und sind dann immer mit einem großen Fragezeichen. Was passiert hier eigentlich gerade? Was ist ein First Down? Was ist eine Interception beispielsweise? Das erkläre ich alles in diesem Video, also schaut gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, lasst uns einfach in das Thema reingehen. Championship Games, ich habe Bock, ich hoffe ihr auch. Starten wir doch mit dem ersten Matchup, und das erste Matchup, das ich mir rausgesucht habe, ist, dass der Chiefs gegen die Bengals, das erste Mal seit 33 Jahren, wieder mal in einem Championship Game. Also schon jetzt ist dieses Roster legendary. In Ohio wird natürlich jetzt ganz, ganz krass mitgefiebert. Ich muss sagen, ich route jetzt auch mit den Bengals, einfach weil sie so ein bisschen der Underdog sind, weil ich Joe Burrow total gerne mag, weil ich Jamar Chase total gerne mag. Ich mag das Duo von den beiden, die kennen sich ja schon aus der LSU, also sprich aus College-Zeiten. Deswegen drücke ich so heimlich ein bisschen denen jetzt die Daumen, aber das heißt natürlich nicht, dass sie dieses Spiel auch gewinnen werden. Wie sind diese beiden Teams, also sprich die Chiefs und die Bengals, überhaupt jetzt hier in dieses Championship-Game gekommen? Bei den Chiefs muss man sagen, war es ja eine sehr, sehr durchwachsene Saison. Sie haben schwach angefangen, gerade Patrick Mahomes hat überhaupt nicht so performt, wie man es von ihm erwartet hatte. Nichtsdestotrotz haben sie sich dann irgendwann circa so ab Mitte der Saison nochmal berappelt und haben wirklich eine krasse Aufholjagd gestartet. Jetzt zuletzt in der Divisional Round ging es ja gegen die Bills, die wirklich sehr, sehr spektakulär, also gerade Josh Allen, Props to him, sehr spektakulär gespielt hat, unglaublich stark. Trotzdem hat es am Ende für die Chiefs gereicht. Es war, wie gesagt, fast in jedem dieser Spiele unglaublich eng. Also es gab keinen wirklich klaren Ausgang. Von dem her, ja, Chiefs haben mal schnell die Bills rausgekegelt. Und die Bengals hatten es ja auch nicht viel einfacher. Die mussten nämlich gegen die Titans ran. Die Titans waren ja Divisional Erster geworden, damit hatten sie die Bye-Week, Derrick Henry war sogar rechtzeitig wieder fit, also es war auf jeden Fall keine Laufkundschaft, aber man hat es irgendwie geschafft. Das lag natürlich maßgeblich auch an der Leistung von Joe Burrow. Schauen wir uns gerne mal kurz seine Stats an aus dem letzten Spiel. Burrow hat ca. 350 Yards geworfen, er wurde insgesamt wirklich sehr, sehr stark unter Druck gesetzt von der gegnerischen Defense, also von der Defense der Titans. Er wurde insgesamt 9-mal gesackt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also der Junge hatte wirklich, wirklich Druck und hat trotzdem delivered. Klar, eine Interception stand am Ende auch zu Buche, aber ich finde, für so einen jungen Kerl, er ist erst in seiner zweiten Profisaison, muss man echt sagen, Hut ab. Wie gesagt, ich finde, er ist ein super lässiger Typ. Ich mag ihn irgendwie, ich mag seine Art. Er ist irgendwie sehr entspannt und trotzdem sehr leidenschaftlich. Schaut man sich die ganze Saison von ihm an, ist es einfach nur noch beeindruckend. Er ist bei einer Completion Rate über 70%, was extrem gut ist. Er hat über 4600 Yards produziert. Und auch sein Rating, sein QB-Rating ist bei 108. Das ist der Durchschnitt. Das muss man auch mal, also es ist wirklich unglaublich, was Burrow geleistet hat in der ganzen Saison. Er war unglaublich stabil und natürlich 34 Touchdowns bei 14 Interceptions. Und natürlich besteht die Offense der Bengals nicht nur aus Joe Burrow. Wir haben, ich habe es vorhin schon erwähnt, natürlich auch Jamar Chase, der auch gegen die Titans wieder über 100 Yards geliefert hat. Dann haben wir natürlich T. Higgins oder auch Titans Uzoma. Aber was natürlich die große Schwäche der Bengals ist, ist deren O-Line. Das hat man ganz krass gegen die Titans gesehen, aber auch schon davor in der Saison.
die ist im Grunde nicht wirklich vorhanden. Neunmal wurde Burrow insgesamt gesackt. Auch das Laufspiel lief so mäßig mit Joe Mixon, der natürlich ein sehr starker Runner ist, aber auch er hatte seine Probleme, weil da einfach dicht gemacht wurde. Also da müssen die Chiefs auf jeden Fall drauf gucken, dass sie das wieder schaffen. Weil wenn du das Laufspiel schon komplett blockst, dann muss Burrow eben werfen. Und wenn du ihn dann noch krass unter Druck setzt, dann ist natürlich irgendwie Potenzial da. So einfach klingt das jetzt erstmal für die Chiefs. Hinzu kommt, dass die Bengals eine geschwächte Secondary haben, verletzungsbedingt. Und natürlich auch, dass die Pass Protection der Bengals auch nicht sonderlich gut ist. Das heißt, es gibt schon einige Baustellen. Deswegen natürlich auch die Bengals, der klare Underdog, sagen auch die Bookies. Die Chiefs haben natürlich ja die besseren Karten erstmal auf dem Papier. Und es ist witzig, weil ich die Chiefs ehrlich gesagt dieses Jahr schon ein bisschen abgeschrieben hatte. Hätte man natürlich nicht tun sollen, weil sie eben so schwach performt haben und weil ich mir eben dachte, ach krass, irgendwie Patrick Mahomes, berappelt der sich nochmal? Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Das geht ja auch ganz viel über die Psyche bei einem Quarterback. Aber er hat es tatsächlich geschafft. Und da muss man natürlich auch seinen Respekt zollen. Man muss natürlich aber auch sagen, dass die AFC West, wo ja die Chiefs auch eben darunter fallen, dass die dieses Jahr einfach nicht sehr gut war. Also es gab keine wirkliche ernstzunehmende Konkurrenz und dadurch muss man insgesamt sagen, war natürlich die AFC ist die deutlich schwächere Division dieses Jahr gewesen. Hill und Kelce dieses Jahr wieder stark, also gerade jetzt auch zu den Playoffs hat man das Gefühl, sind die Chiefs gerade in Topform, was natürlich perfekt ist. Letztes Jahr haben sie ja den Super Bowl-Titel verpasst gegen die Bucks. Das wollen sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen und würden gerne dieses Jahr den Titel holen. Es wäre verrückt, muss ich sagen, weil ich, ja, ich hatte 1000 andere Teams im Kopf, wo ich gesagt hätte, ja, die kann ich mir gut vorstellen. Aber die Chiefs, ehrlich gesagt, durch diese komische, durchwachsene Saison hatte ich nicht so auf dem Schirm. Natürlich müssen wir uns auch Mahomes ein bisschen genauer anschauen. Der ja gegen die Bills mit ca. 380 Yards und 69 Rushing Yards auf jeden Fall ein gutes Spiel hat. Also man muss sagen, ich würde mal jetzt herausarbeiten, dass wir, was die QBs betreffen, auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau sind. Und zwar natürlich einem extrem hohen Niveau. Wir sind jetzt immerhin auch schon bei den Championship Games. Da gibt es eigentlich keine schlechten QBs mehr, aber dazu später mehr, weil es gibt doch einen, der da deutlich drunter fällt. Aber die beiden gehören nicht dazu. Mahomes und Burrow werden sich einen krassen Fight liefern. Und man hat es ja schon ganz schön gesehen mit dem Spiel Mahomes gegen Josh Allen. Das war wirklich eine Augenweide. Viele sagen, das beste Spiel, das sie je gesehen haben. Ich glaube, ähnlich könnte es auch werden bei diesem Spiel, weil es einfach beides sehr, sehr starke QBs sind, die wirklich gerade in ihrem Prime sind. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Was sind jetzt Schwachstellen bei den Chiefs? Was ein bisschen blöd ist, dass deren Leader in der Secondary, der Safety Tyrann Mathieu, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, sich ja verletzt hatte. Also er hatte eine Concussion, musste raus beim Spiel gegen die Bills, ist aktuell im Concussion-Protokoll und hat am Mittwoch aber nicht mittrainiert. Andy Reid ist aber noch zuversichtlich, dass er wieder zurückkommen könnte. Muss man natürlich abwarten, so ein Concussion-Protokoll ist natürlich nicht zu unterschätzen und ich hoffe, sie lassen ihn wirklich nur spielen, wenn er wieder komplett fit ist. Alles andere wäre absolut unverantwortlich. Aber ja, das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Interessant ist auch, die beiden haben ja diese Saison schon mal gespielt gegeneinander, also sprich die Bengals gegen die Chiefs. Das haben knapp die Bengals gewonnen. Playoffs haben immer eigene Gesetze, aber man sollte die Bengals auf jeden Fall nicht zu früh abschreiben, wie ich finde. Das wohl spannendste Duell wird auf jeden Fall die Bengals Offense gegen die Kansas Defense, weil natürlich die Offense, habe ich jetzt schon lange genug drüber gesprochen, Burrow ist jemand, der produzieren kann. Wir haben Jamar Chase, wir haben Joe Mixon. Also es gibt auf jeden Fall genügend Anspielstationen auch bei den Bengals, gerade über Kurzpässe. Chiefs Defense ist aber mit einem sehr, sehr guten Pass-Rush ausgestattet, ist sehr gut gegen das Laufspiel, was wiederum Joe Mixon stoppen dürfte. Eine Schwäche der Chiefs Defense ist aber die Pass-Protection und das wiederum könnte sie teuer zu stehen kommen gegen einen Joe Burrow. Es ist ein spannendes Matchup. Am Ende geht es wohl darum, wer macht die Big Plays und wer kann effektiver den Ball über das Feld bewegen. Ich will eigentlich noch gar keine Prediction abgeben. Lasst mal gerne in den Kommentaren da, wen seht ihr hier stärker, die Bengals als Underdog oder doch die Chiefs, die sozusagen nicht den Titel verteidigen, aber zumindest wieder in den Super Bowl kommen könnten.
Ich bin gespannt, ihr schaltet bestimmt auch ein und ich würde sagen, weiter zum nächsten, zum zweiten Championship Game. Rams gegen die 49ers, ein Spiel, das ich mir so in der Kombination eigentlich nicht ausgemalt hätte. Gerade die 49ers sind das Überraschungsteam der Playoffs. Mit bisschen mehr Glück als Verstand, muss man aber auch dazu sagen, sind sie tatsächlich in dieses Championship-Spiel gekommen. In einem eiskalten Spiel in Lambeau haben sie die Packers tatsächlich besiegt. Sehr überraschend. Wenn ich nicht gesagt habe, dass es überraschend war, dann sage ich es jetzt nochmal. Es war sehr überraschend. Und die Rams weniger überraschend gegen die Bucks, wobei es da auch nochmal echt spannend wurde. Man hatte schon wirklich mit 27-3 geführt. Ich habe das Spiel schon abgeschrieben. Ich dachte mir, hey, entspannt, ich lehne mich zurück, ich genieße diesen Footballabend. Und dann wurde es einfach nochmal so spannend. Man hat wirklich den Bucks eine Einladung in die Hand gedrückt und hat gesagt, hey, habt ihr nicht noch mal Bock mitzuspielen? Und die hatten noch mal Bock mitzuspielen. Natürlich mit Tom Brady. Ich meine, es ist einer der besten, legendärsten QBs mit 44 Jahren. Natürlich nicht mehr der Jüngste, aber hat noch mal aufgedreht. Und dann wurde es echt noch mal spannend. Für mich fast zu spannend. Und ich habe mir wirklich an den Kopf gefasst und habe mir gedacht, wie könnt ihr eure Gegner noch mal so in das Spiel kommen lassen? Und das hat mich wirklich auch ein bisschen zum Zweifeln gebracht. Aber dazu gleich mehr. Natürlich muss man auch Cooper Kupp erwähnen, der mit seinem Catch überhaupt diesen Sieg nochmal möglich gemacht hat, die Rams nochmal in Field Goal Range gebracht hat. Und das war schlussendlich auch der entscheidende Move dann, der dann eben zum Sieg über die Bucks geführt hat. Also Cooper Kupp, ein unglaublich starker Spieler. Natürlich auch Matthew Stafford muss man erwähnen. Schaut man sich Staffords reguläre Saison an, da muss man natürlich sagen, also der blüht richtig auf in der LA unter Sean McVay, war ein sehr, sehr guter Trade. Sie haben ihn ja in dieser Saison geholt von den Lions. Insgesamt hat man sich sehr stark verstärkt mit OBJ, mit Von Miller, also super gute Signings gemacht, die sich jetzt eben in den Playoffs alle auszahlen. Stafford in dieser Saison mit einer Completion Rate von ca. 67%, 41 Touchdowns bei 17 Interceptions und über 4.800 Yards, kann mit Burrow, kann mit Mahomes locker mithalten und ist eben einfach auch schon sehr erfahren, das muss man natürlich auch sagen. Und man würde ihm wirklich einen Super Bowl-Titel wirklich mal wirklich gönnen, weil er einfach so ein toller Spieler ist, so ein toller Leader ist. Und jetzt wirklich, man hat das Gefühl, er ist angekommen, er passt einfach sehr gut in das System von Sean McVay und die beiden ergänzen sich sehr gut. Und ja, der Team Spirit scheint super zu sein. Ich habe auch nur gute Sachen gelesen von OBJ, von Von Miller, von den neuen Signings, dass die sich sehr gut einfügen in das Team. Man hat wirklich das Gefühl, dieser Team Spirit verbindet eben die Rams und man arbeitet füreinander. Also sowohl die Offense als auch die Defense sind sehr stark bei den Rams und deswegen gibt es nicht so was, eine Sache, die so abfällt oder einen Spieler, der so krass abfällt, sondern es ist einfach ein großes Ganzes, das sehr gut funktioniert, ein gutes System innerhalb des Teams. Ist sehr schön zu beobachten und rein vom Komplettpaket muss man sagen, wären die Rams natürlich das Team, das den Super Bowl holen müsste, wenn man es so rational runterbricht, weil es einfach wenig Schwächen in der Offense und wenig Schwächen in der Defense gibt. Sehr, sehr starke Defense habe ich auch natürlich schon gerade angesprochen mit Von Miller, mit Aaron Donald. Ein absolutes Sack-Monster. Und gerade Miller und Donald, wenn du die gesehen hast gegen die Bucks, dann hast du dir einfach nur gedacht, aua, 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 ich möchte nicht der QB sein. Und da darf sich Jimmy Garoppolo schon mal freuen, weil da wird der ein oder andere Sack fallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Anders allerdings bei den 49ers. Und da ist natürlich die größte Schwäche deren QB. Was wirklich witzig ist, wenn man sich überlegt, ja, der QB sollte ja eigentlich das stärkste Asset sein. Bei den 49ers ist das leider nicht so. Jimmy Garoppolo schon die ganze Saison eher so meh. Und vor allem jetzt gegen die Packers eigentlich nicht vorhanden, muss man sagen. Dass sie dieses Spiel noch gewonnen haben, grenzt an ein Wunder. Und es ist schon bitter, weil du hast auf der einen Seite Aaron Rodgers gehabt, der die Saison seines Lebens gespielt hat. Auf der anderen Seite hast du einen Jimmy Garoppolo, der einfach nur, also alles im Grunde dafür tut, dass sein Team nicht weiterkommt. Und ja, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob er sich nochmal steigern kann. Es sieht wohl so aus, dass er starten wird, aber es gibt große Rufe nach Trey Lance, nach dem Backup-QB.
Ich bin mal gespannt, vielleicht spielt man doch mit Lance. Es gibt noch nicht wirklich eindeutige Berichte darüber. Falls ihr was gehört habt, schreibt es gerne mal in den Kommentaren. Man hat keinen einzigen Touchdown von Rodgers zugelassen. Man hat ihn fünfmal gesackt. Also die Defense stand auf jeden Fall. Also ohne die Defense wäre überhaupt nicht dieses Spiel zustande gekommen. Man hatte ja auch nur insgesamt, gab es nur 23 Punkte in diesem Spiel. Sehr, sehr wenig. Das lag natürlich auch an den Temperaturen. Es waren so circa minus 10 Grad. Das heißt, man kann auch nicht so leicht fangen. Das ganze Spiel ist natürlich deutlich behäbiger. Also man muss sagen, die Defense wird natürlich alles tun, um Matthew Stafford und Cooper Kupp und OBJ, allen werden sie versuchen, das Leben sehr, sehr schwer zu machen. Man muss aber natürlich sagen, ja, das Gleiche wird die Defense der Rams machen. Da steht einfach ein Jimmy Garoppolo, der sich unbedingt steigern muss, der eine Completion Rate von unter 60 hatte, der keinen einzigen Touchdown machen konnte und nur 131 Yards produziert hat. Das ist einfach viel zu wenig. Bei den Rams sehe ich eigentlich nur einen Spieler, der sich deutlich steigern muss, und das ist Jalen Ramsey, der mich wirklich enttäuscht hat, der ja eigentlich als der Superstar in der Secondary der Rams gilt, der auch sehr überzeugt von sich selbst ist. Der muss sich steigern, aber sonst ist das Gesamtpaket der Rams einfach sehr, sehr stark. Auch hier würde es mich mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Hier würde ich nämlich schon eher auf den Favoriten gehen, und zwar auf die Rams. Ich glaube, es wird schwierig für die 49ers. Also da muss schon echt nochmal ein Wunder geschehen, und da muss vor allem die Offense deutlich, deutlich, deutlich stärker spielen, wenn du eine Chance gegen die Rams haben willst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin gespannt, ich bin hyped. Ich hoffe, die Championship Games werden genauso geil wie die Divisional Round, aber ich bin da guten Mutes. Ich würde sagen, wir sehen uns zum Super Bowl wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.